Wir haben den Schlüssel! Guck mal, sie freut sich auch. Dein eigenes Zimmer, mein Schatz. Da haben wir den richtigen ausgesucht, der ist so schön. Den guten Bären hier. Boom. Und zwar kommen da oben Schränke rein. Wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Was ist passiert? Geht's dir gut? Ich hab's gewagt. Versuchen, sie zu stillen. Ja. Hat beim ersten Mal geklappt. Jetzt gerade. Oh, geht's wieder? Gerade ist sie nur am Spucken. Super, mein Schatz. Beruhig dich. Ganz cool bleiben. Cool bleiben. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay. Papa holt sich mal ein Glas Wasser. Mama auch. Schatzbär, alles ist gut. Schatzi, alles ist gut. Alles ist gut, beruhig dich, mein Schatz. Fahr runter. Busa, großartig. Was geht ab, Team Tapia? Und welcome back zu einem weiteren sehr, sehr schönen Video. Denn heute bekommen wir eigentlich den Schlüssel zu unserer neuen Wohnung. Ganz genau. Gerade eben bin ich hin. Eigentlich sollte um 9 Uhr die Schlüsselübergabe stattfinden. Stehe vor der Tür, niemand da. Bin wieder nach Hause gegangen. Rufe an, bekomme die Nachricht. Unsere Vermieter zugemacht haben das Büro aufgrund der ganzen Umstände. Die haben vergessen, uns Bescheid zu geben. Jetzt ist noch ein Kollege im Büro. Der Hauswart wird den Kollegen anrufen, in der Hoffnung, dass der uns die Wohnung übergeben kann, weil die ja auch eigentlich kernsaniert ist. Da sollte eigentlich nichts Großartiges sein zum Diskutieren. Eigentlich kurz durchgucken, unterschreiben, Schlüssel übergeben und fertig. Ist uns natürlich sehr lieb, weil wir natürlich umziehen müssen. Ne? Wir müssen ja auch langsam aus dieser Wohnung hier raus. Zudem haben wir auch schon für den halben Monat bezahlt. Deshalb hätten wir auch gerne einmal den Schlüssel. Ja. Das ist ja unser Geld. Die Miete wurde nämlich schon für den halben Monat abgezogen zum Anfang des Monats. Man kennt ihn. Ich glaube, noch ein bisschen Geduld. Ich warte gerade auf den Rückruf und dann werden wir schauen, ob wir heute die Wohnung bekommen, also den Schlüssel bekommen für die Wohnung oder nicht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Wieder alles gut? Und Juniper hat sich auch schon beruhigt. Geht's dir gut, mein Schatz? Hm? Du mal lachen, bei Team Tapia. Lach mal. Damit alle mal auf andere Gedanken kommen hier. Ein kleiner Süßberger. Alle mal einen Daumen hoch geben für diese wunderschöne kleine Maus. Und natürlich abonnieren für diese wunderschöne kleine Maus. Ja. Sie wissen, wir müssen ja auch hier auch aus der Wohnung hier auch langsam raus. Wir müssen die auch ja flott bekommen und so Sachen. Deswegen. Ja, ich kann ja, alles gut, ich kann das ja von nachvollziehen. Was wäre jetzt die schnellste Lösung aus Ihrer Sicht? Mhm. Okay, super, herzlichen Dank. Ich warte dann auf Ihren Rückruf. Wiederhören. Tschüss, tschüss. Ja, aufgrund der ganzen Situation hat sich sogar die Abnahme vom Bauträger. Und demnach müssen wir jetzt noch mal ein bisschen abwarten. Aber ich habe gesagt, dass wir auf jeden Fall heute rein müssen, weil aufgrund der Umstände wissen wir natürlich nicht, wie die ganzen Läden offen haben. Wir brauchen Schränke, wir müssen hier streichen und boah, Riesentumult. Also so viele Unternehmen, die darunter leiden und auch wir alle als Privatpersonen. Naja, abwarten, Tee trinken und dann hoffen wir, dass wir die Wohnung heute übergeben bekommen. Oh, der Boom sieht aber gut aus. Den haben wir noch nicht gesehen. Wie noch nicht gesehen? Ja, wir waren noch nicht da, als wir da waren. Der wurde noch nicht drin, da war noch die Deal. Ach so, okay. Ja, genau. Auf die sonst üblichen Höflichkeiten, die Hände schütteln und alles gut, kein Problem. Wir leider auch sogar auch ein bisschen eine Antwort. Ja, ist auch großartig. Ich hab auch gut, und ich habe auch schon alles soweit vorbereitet, dass wir eigentlich relativ zügig jetzt den offiziellen Akt hinter uns bringen. Wir haben den Schlüssel! Freust du dich, Juna? Kriegst dein eigenes Zimmer? Ja! Freust du dich? Ja! Guck mal! Guck mal, sie freut sich auch! Dein eigenes Zimmer, mein Schatz! Ja, prima! Ja! Oh, wie süß! Die Mütze passt schon richtig, ne? Die sieht fast schon zu klein, geht gerade auch so über die Ohren. Ist das Safety First oder was? Ja, weil sie gerade einen Spuckbär immer macht. So, zieh jetzt die Jacke an, Schatzbär. Du willst noch in die neue Wohnung. Komm. Ja.
Schnell! Bist du aufgeregt? Ja. Ich glaube, ja. Kannst du den ganzen Tag nicht schlafen, ganze Nacht nicht schlafen. Macht unsere neue Wohnung auf. Oh, das Schloss ist noch voll. Neu. Wow. Das halt von. Da haben wir den richtigen ausgesucht, der ist so schön. Ne? Der Boden ist schön geworden, ne? Was sagt ihr zum Boden? Wir sehen ihn selbst gerade zum ersten Mal. Der Boden ist schön, ne? Ist das erste Mal in deinem Zimmer? Das erste Mal in deinem Zimmer, mein Schatz. Guck dir das Zimmer ganz genau an. Na, was sagst du, gefällt's dir? Das ist schön. Ja, gefällt's dir? Das ist schön. Wie sie mich anguckt. Sieht so aus, nee. Ich nee. Bin das größere geworden. Stimmt, die Fensterbänke sind breiter. Ich glaube, die haben die nochmal neu eingebaut oder so. Keine Ahnung. Die traurige Küche noch. Noch traurige Küche, denn ja, wir wollen die ja aufstocken. Das werden wir euch gleich mal zeigen, was genau wir eigentlich hier machen möchten. Ich freue mich aber auch auf den neuen Backofen hier, ne? Wie geht denn der Kram an? Wie geht denn das an? Wie geht das? Funktioniert das? Sind die Sicherungen drin? Sind die Sicherungen drin? Gute Frage. Ja, scheint so. Der Backofen ist hier. Backofen? Ne, nicht Backofen, hier Herd. Ja, ist da. Vorne Herdplatte, hintere Herdplatte. Ah, ja, ein auf den. Okay, aber das finde ich sogar angenehmer. Geil. Hier auch hier mit. Oh ja, das habe ich mir gewünscht, dass wir das wieder haben. Den langsam hier. Ja, geil. Und hier neue Griffe am Start. Die haben wir jetzt auch. Geil. Das wertvollste Gut aktuell in Deutschland: antibakterielle Flüssigseife. Stimmt gar nicht, Klopapier. Dafür haben wir die gute Küchenrolle. Boom. Und last but not least, den guten Bären hier. Boom. Judy hatte das, glaube ich, im letzten Video schon angesprochen oder auch nicht. Wir wollen die Spüle mit hoher Wahrscheinlichkeit austauschen. Hier etwas Schickeres einbauen, vielleicht auch so eine komplett breite Spüle hier. Werden wir aber sehen. Wir müssen ja hier was Passendes finden, können ja nicht weiter das Ding ausschneiden. Dann kommt das ins Keller und die Küche wird hier upgraded. Und zwar kommen da oben Schränke rein, also hier ist es eine helle Platte, das ist jetzt so eine 3D-Ansicht, hier kommen überall Schränke rein, hier links kommt der Kühlschrank hin und auf die Rückseite möchten wir gerne nochmal so einen kleinen Stauraum haben, hier in der Ecke für Wäsche und so und dann auch nochmal so eine kleine Platte, wo Kaffeemaschinen und so raufkommen, ist echt notwendig, weil sonst wohin mit der Kaffeemaschine? Das passt natürlich hier nicht alles drauf, dann steht das hier alles komplett voll und das geht gar nicht klar. Und jetzt an alle Zuschauer, an all euch da draußen, vielleicht kennt sich jemand besser aus mit Küchen als wir, schreibt uns gerne per Instagram, denn dieser Upgrade kostet uns schweineviel Geld und wir wissen nicht so recht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wir hätten gerne einen Vergleichspreis. Wir hätten gerne einen Vergleichspreis in dem Sinne, also vielleicht auch wenn du noch nicht mal aus Hamburg kommst, aber dich mit Küchen auskennst. Schreibt uns ja gerne per Instagram, wie gesagt, hier um die Profile einfach mal abchecken, auch gerne folgen und ja, vielleicht kann uns der ein oder andere da weiterhelfen. Und was mir ebenfalls gerade aufgefallen ist, ja, wir haben auch neue Türgriffe an den Türen. Das finde ich auch sehr nice. Man sieht es zwar jetzt nicht auf Kamera, aber dieser Raum ist größer als unser aktueller Wohnraum. Demnach geil. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Was passiert jetzt als nächstes, mein Schatz? Keine Ahnung. Fahren, oder? Genau, als nächstes treffen wir uns mit dem Maler. Und das ist Nico. Also genau, du bist schon gar aufgeregt, ne? Du willst am liebsten gestern loslegen, ne? Ja, wir rufen jetzt unseren Maler an, planen die Farben und dann wird im nächsten Schritt unsere Bude gestrichen. Und wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, wo wir die ganzen Farben bzw. Jody und unser lieber Maler der Nico die Farben festgelegt haben, ist unten in der Beschreibung verlinkt oder ich mache das hier in die Infokarte rein. Und ihr seid natürlich live dabei bei der farblichen Gestaltung, welche Möbel reinkommen, wie Junas Zimmer gestaltet wird. Geil! Also ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt in 2020. Bei diesen ganzen Umständen hat es doch noch was Schönes bei uns. Ach, schön, meine Freunde. In dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Baby, baby, baby. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ciao, ciao.